Es ist kaum zu ertragen, wie eine Politikerin, die nach 7 endlosen Jahren ihr Studium nicht geschafft hat und dabei unverschämt BAföG eingestrichen hat, es trotzdem aber in die Grüne Partei geschafft hat. Jetzt lebt Ricarda Lang weiterhin dreist von unseren Steuergeldern. Die Vorstellung, dass sie jemals davon träumen konnte, in teuren Boutiquen einzukaufen und dabei auf unsere Kosten zu leben, ist einfach nur unglaublich. Doch der Höhepunkt der Unverfrorenheit wurde in einer Sendung von Maybrit Illner erreicht. Es ist geradezu unglaublich, was in der heutigen Zeit alles möglich ist. Um meine Fassungslosigkeit wirklich zu begreifen, müssen wir uns die nächste Szene einmal genau anschauen. Los geht's. Was ist das für das Klima in dieser Regierung? Ich glaube, dass es jetzt in den letzten Wochen ziemlich ruppig zugegangen ist. Das ist keine Überraschung. Ich glaube, manchmal muss auch gesagt werden, was gesagt werden muss. Aber jetzt müssen wir auch zusammenkommen. Jetzt müssen wir uns an den Tisch setzen, miteinander verhandeln und zu einer Einigung kommen. Denn ich glaube, das erwarten ehrlich gesagt die Bürgerinnen und Bürger. Und das Land hat ja auch eine Regierung verdient, die sich einen kann. Die Einigung muss sich dann am Ende natürlich aber auch an der Realität der Klimakrise messen lassen. Und da reicht es eben nicht nur zu sagen, ja, wir sind ja auch für das Ziel. Denn wenn wir uns anschauen, das Ziel, auf das sich ja alle... Das Einzige, was die Bürger verlangen, sind Neuwahlen und kompetente Politiker. Doch seien wir mal realistisch, wenn Qualifikation heute wirklich eine Voraussetzung wäre in der Politik, dann kann ich euch sagen, wäre der Bundestag hier ziemlich leer. Wenn Ricarda Lang dann ernsthaft verkündet, wir müssten uns den Herausforderungen des Klimawandels stellen, klingt das genauso leer wie Angela Merkels Versprechen, die Flüchtlingskrise in den Griff zu bekommen mit »Wir schaffen das«. Solche Aussagen sind so vage, dass sie im Grunde genommen bedeutungslos sind und den Politikern eine Ausrede geben, da die Konsequenzen hier erst in ferner Zukunft liegen. Das ist ideal für Politiker wie Ricarda Lang, die viel reden, aber wenig umsetzen. Aber es gibt natürlich auch Politiker, die sich wirklich durchsetzen können. Wie zum Beispiel Herr Kretschmann, der Ricarda Lang jetzt ordentlich zum Toben bringt. Die mit einer großen Begeisterung darüber erzählen, wie das alles teurer wird und dass das alles so sein muss. Ich finde, es ist so an den Realitäten vorbei. Und wenn es plant, das ist Planwirtschaft. Und ehrlich gesagt, ich habe das erlebt 40 Jahre lang, wie Planwirtschaft funktioniert. Es wird nicht funktionieren. Sie reden völlig an den technischen Gegebenheiten voraus und vorbei. Und Sie können nicht politisch entscheiden, irgendwie physikalische Gesetze und Naturgesetze. Das geht schief. Und wir müssen auch mal sagen, es geht nicht um das Gerät, was da hinten steht und das 2.000, 3.000 Euro kostet. Eine Wärmepumpenanlage kostet mehrere 10.000 Euro. Das ist ein großer Unterschied zu einer Gasheizung. Mhm. Und was hier versucht wird, muss scheitern. Und Sie haben das richtig gesagt, die Leute drehen durch, die machen zu. Und wir verlieren sie auf dem Weg hin, die richtigen Entscheidungen zu treffen, den Weg mitzugehen. Es gibt eine Führungsgröße, das heißt CO2-Vermeidung. Und es gibt einen Weg, der dafür sorgt, dass mit Innovation, mit Wettbewerb und auch einem gewissen zeitlichen Vorlauf das Ganze passiert. Und das ist der CO2-Preis. Und dann wird es, alles, was Sie tun, sorgt dafür, mit jeder Restriktion, dass Innovationen langsam, dass Innovationen wegfallen, dass das Denken über Möglichkeiten wegfallen. Sie sorgen dafür, dass es immer weiter mit Verboten und Geboten eingeengt wird. Ich finde das unsäglich, wenn ich Ihnen das sagen darf. Und das Ganze zum 1. Januar des kommenden Jahres. Es ist so unmöglich und ich bin froh darüber, dass das in der Zeitung steht, damit die Leute jetzt auch mal sagen können, nein, das machen wir so nicht mit. Und wenn die Ministerpräsidenten in Deutschland Ihnen sagen, so geht es nicht, dann sollten Sie darüber nachdenken, weil das sind Menschen, die auch Verantwortung tragen. Wir sind ein föderales Land und Sie können hier nicht per Order die Mufti die Dinge machen, sondern Sie sollten auf die hören, die in diesem Land auch Verantwortung tragen. Wie oft muss man Ricarda Lang noch die Grundlagen der Wirtschaft erklären, bis sie es endlich begreift? Es ist wirklich erschreckend, wenn Politiker wie Ricarda Lang von den Grünen ständig über Verbote sprechen und behaupten, sie würden dies im Interesse der Bürger tun. Die Frage ist, wie viele Eingriffe in die Marktwirtschaft braucht es noch, bis wir von einer Planwirtschaft sprechen können? Nehmen wir Robert Habeck als Beispiel, einen ehemaligen Kinderbuchautor, der plötzlich meint, die deutsche Wirtschaft lenken zu können. Und dann ist da noch Ricarda Lang, die ihr Studium abgebrochen hat, aber nun glaubt, sie sei qualifiziert genug, um über die Produktionsmittel dieses Landes entscheiden zu können. Diese beiden politischen Amateure glauben ernsthaft, dass sie besser entscheiden können als die klügsten Köpfe unseres Landes. Die Grünen wollen unsere Ressourcen nach ihren eigenen Vorstellungen lenken und genau das ist Planwirtschaft in ihrer extremsten Form. Stellen wir uns das bildlich einmal vor. Es ist, als würde man einem völlig unqualifizierten Laien
die Leitung eines hochkomplexen chirurgischen Eingriffs anvertrauen. Wer würde sich dabei wohlfühlen, wenn solche Politiker die Wirtschaft lenken? Diese Frage drängt sich auf, wenn man sieht, wie Ricarda Lang und ihre Kollegen vorgehen. Es ist fast wie ein schlechter Witz, dass solche Leute über das Schicksal unserer Wirtschaft entscheiden sollen. Doch schauen wir uns an, wie Ricarda Lang auf Kretschmanns Argumente hier reagiert. Ich glaube jetzt ehrlich, wir brauchen eine andere Ernsthaftigkeit in dieser Debatte. Es kann nicht sein, dass Sie sich hier hinstellen und einen Vorschlag, den können Sie schlecht finden. Dass Sie den als Opposition schlecht finden, machen Sie gerne einen besseren. Zu sagen, es soll nicht teurer werden, aber der CO2-Preis muss steigen, ist dann nicht so in sich logisch. Aber machen Sie gerne einen besseren Vorschlag. Aber gerade mit der Geschichte, die wir in diesem Land haben, ein Vorschlag, den man blöd findet, der eine Regelung vorsieht für einen Neubau und für einen Austausch als Planwirtschaft zu bezeichnen. Das ist total Planwirtschaft. Damit ist es doch komplett unernst in dieser ganzen Debatte. Nein, das ist übrigens auch der Historie unseres Landes. Das ist die Leute, die sich damit auskennen, die Techniker, die Handwerker, die Leute aus der Wirtschaft sehen es genau so. Nein, die sagen nicht, diese Leute hauen nicht mit irgendwelchen Kulturkampfdebatten um sich, sondern die reden darum, was die beste Lösung ist, statt hier in so einen Kulturkampf zu verfallen, Das lass ich mir nicht so sagen. Es ist unfassbar, das war doch wieder so klar. Statt Einsicht zu zeigen, sehen wir hier wieder, wie politische Gegner diffamiert werden, wie man es ja schon von der AfD kennt. Wenn die Grünen genauso viel Energie in die Kompetenz ihrer Qualifikation stecken würden, statt Andersdenkende immer wieder zu diffamieren, dann würde es Deutschland um einiges besser gehen. Doch was die Grünen wirklich am besten können, das sagt uns Herr Kretschmann. Er wird dieses Versprechen nicht einhalten können, wie so vieles, was er uns in den letzten Jahren gesagt hat, im letzten Jahr gesagt hat. Und es ist bitter, dass wir eine Regierung haben, die, obwohl 16 Ministerpräsidenten gemeinsam eine Position vertreten, nicht zuhört. Obwohl die Wissenschaft, die Techniker und machen es trotzdem mit dem Kopf durch die Wand, mit Verboten und Geboten. Sie provozieren diese Bevölkerung, sie organisieren wieder einen gewaltigen Widerstand. Meiner Meinung nach gab es nie zuvor eine andere Partei, die dieses Land so offensichtlich komplett vor die Wand fährt. Doch trotzdem gibt es immer noch so viele Menschen, die diese Verbotspartei wählen, wenn man sich die Umfragen anschaut. Einfach nur erschreckend. Was muss denn noch alles passieren in diesem Land? Doch schauen wir uns an, was Ricarda Lang uns zum Schluss hier noch mitteilt. Ich muss aber einmal wirklich noch mal sagen, weil ich das wirklich scheinheilig finde, Herr Kretschmann. Wenn Sie sich hier hinstellen und lamentieren über die hohen fossilen Energiekosten im letzten Jahr, dann muss sagen, Ihre Partei hat uns unfassbar abhängig gemacht von russischem Gas. Und Sie ganz persönlich haben noch 2019 gesagt, enge Verbindungen wirtschaftlich zu Russland würden auch dessen Allmachtsfantasien eindämmen, was offensichtlich nicht gestimmt hat. Auch Sie haben uns abhängig gemacht von russischem Gas. Und jetzt plädieren Sie dafür, weiter abhängig zu sein von Gas, weiter abhängig zu sein von Fossilen. Damit machen Sie und ehrlich gesagt auch die Union sich zum Garant für unbezahlte Heizkosten in der Zukunft. Unfassbar, während die Energiekosten in Deutschland stetig weiter ansteigen und das grüne Wirtschaftswunder hier immer mehr Fahrt aufnimmt, fragen sich die Bürger in diesem Land, wen muss man eigentlich wählen, damit wir diese Verarmungs- und Zerstörungspolitik beenden? Meine Frage an euch, was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Qualitäten oder Eigenschaften, die ein politischer Führer haben sollte, um die Bedürfnisse der Menschen hier effektiv zu vertreten? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ich bin gespannt, was ihr von diesen Aussagen haltet. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne Like oder Abo dalassen, Glocke aktivieren, dann verpasst du nichts und wir sehen uns gleich im nächsten Video.